Gibt es für Waffenhändler eine Ethikkommission, einen Berufsstand, der sich kontrolliert? Nein, gibt es nicht. Nein. Es gibt überhaupt keine Organisation wie die OPEC, so wünschenswert das wäre. Denn das Wesentliche beim Waffenhandel ist natürlich, dass man die Nachfrage im Griff hat, dass sie gut dosiert gehandelt wird und auf keinen Fall zu einer Überflutung auf der einen Inflationierung, Seite. Inflationierung, das ist das Grauen für einen Waffenhändler. Ja, deswegen, unsere große Sorge war ja auch, und da haben wir ja auch uns das durchgesetzt, der Atomwaffensperrvertrag ist ja, was die wenigsten wissen, ein Werk der Waffenhändlerlobby. Das war das einzige Mal, wo die Waffenhändler einigermaßen an einem Strang gezogen haben. Denn Atomwaffen haben natürlich die Möglichkeit, unsere Kundschaft weltweit zu reduzieren in einer Weise, dass das Geschäft nicht mehr stattfinden kann. Wenn Sie mal die Tugenden eines Waffenhändlers beschreiben, das Berufsbild, also eines positiven Waffenhändlers, der sozusagen in der Zunft Anerkennung genießt. Sagen wir in der Zunft derjenigen, die vernünftig genug sind, sich Gedanken über das Geschäft im Generellen zu machen. Und ich habe das vorhin schon angedeutet, dass es erstens eine Kontrolle des Marktes, zweitens den Markt klein zu halten, ja, ganz gezielt und überlegt so zu verteilen in Portionen oder Rationen, die auf keinen Fall irgendwo einen grandiosen Gewinner entstehen lassen und einen totalen Verlierer. Weil dann der Waffenhandel aufhört. Da wird irgendwann in dem Moment, wo ein Siegesmonopol da ist, ist sozusagen der Waffenhandel gelähmt. Nicht gelähmt, er hat sich selbst sozusagen den Ast abgesägt, auf dem er sitzt. Denn der Sieger braucht die Waffen nicht. Der Sieger braucht die Waffen nicht oder kann sie dann selbst produzieren. Das Geschäft ist ja nur dann da, wenn ich zwei Interessenten habe und dadurch auch den Preis hochhalten kann. Denn wenn jemand ungehinderten Zugang als alleiniger Abnehmer hat, diktiert er ja den Preis, nicht ich. Also Tugend heißt Maßverhältnisse beachten. Ja? Dafür sorgen, dass in dieser Vielzahl an Konflikten, ja, nicht? Also genügend Konflikte da sind. Die genügend Konflikte sind von alleine da. Und sie nie satt werden. Die Konflikte sind da. Es ist nicht so, dass wir Konflikte stören. Das wird uns auch vorgeworfen, dass der Waffenhandel sozusagen Konflikte schafft. Wenn es keine gäbe, würden sie es tun. Aber es gibt ja genug Konflikte. Das ist wirklich nie der Fall gewesen. Seit 1903 ist satt Konflikte. Gut, das ist die Zeit, die sozusagen unter meiner Kontrolle noch ist. Es hat immer Waffenhandel gegeben und es wird ihn auch immer geben. Ja, ist ja nicht so, dass der Waffenhandel eine Erfindung des letzten Jahrhunderts ist. Aber vor dem Krimkrieg 1845, da gibt es nicht genügend belieferbare... Nee, aber überlegen Sie mal, was zur Zeit des Kampfes gegen das Ottomanische Reich, was dort für Preise für Kanonenbauer gezahlt wurden. Die Befreiung von Griechenland, ja, nicht? Ein ganzes Land wird ausgerüstet mit Waffen. Ja, ja, aber es gab also immer Waffenhandel. Der amerikanische Sezessionskrieg, ja, nicht? Also... Ja. Die Schiffe, ja, mit Segelschiffen und Dampfschiffen. Mit Segelschiffen und gepanzerten Flussbooten, ja, es hat ja immer eine Art Waffenhandel gegeben, der natürlich in der Anfangszeit auch die Konstruktion von Waffen beinhaltete. Nicht, das große Geheimnis war, wenn Sie ganz weit zurückgehen, die Erfindung des griechischen Feuers. Ja, das ist der erste Waffenhandel, der überhaupt möglich war. Wer hatte das Geheimnis des griechischen Feuers und wer hatte es nicht? Wer hat es erfunden? Archimedes. Syrakus. Ja, nein, das ist nicht griechisches Feuer, das sind die Spiegel, die sie hineinbringen. Das ist eine andere Technologie. Aber nördlich von Syrakus. Das griechische Feuer kommt aus dem Osten. Die Chinesen waren die Ersten, die sowohl Pulver als auch die Verwendung von Phosphor für Kriegszwecke perfektioniert haben. Und von da aus ist es dann über die arabische Welt nach Europa, also ins Mittelmeergebiet, eingeführt worden. Nochmal zurück zu den Geschäftstugenden, zu dem Charakterbild, ja, eines Waffenhändlers, der etwas taugt. Ja. Was braucht er? Er darf sich nicht fürchten. Er muss immer mit allen Parteien gleichmäßig verhandeln. Richtig, richtig. Und zwar... Er muss neutral sein. Ja, und zwar nicht aus Spekulationen, sondern weil es anders gar nicht geht. Sie müssen sozusagen
eine neutrale Position einnehmen. Sie können sich nicht für eine Sache engagieren. Sie werden ein schlechter Waffenhändler, wenn Sie sozusagen selbst sich engagieren, emotional auf der einen oder auf der anderen Seite stehen. Ja, das darf ein Waffenhändler nicht. Er muss also sozusagen sich eine völlige Neutralität bewahren. Also Abstraktionsvermögen. Ja, einfach die Position muss so sein, dass er die Macht entsprechend reagiert und nicht nach seinen Emotionen oder nach der öffentlichen Meinung. Er ist Dienstleister. Wenn Sie gesagt kriegen, Waffenhändler sind intelligente Teufel. Gut, dazu müsste man sagen, das Intelligenz nehme ich mal gleich, stecke ich ein, gut. Teufel ist natürlich auch immer der Lichtbringer. Wenn Sie, Luzifer. Ja, das heißt, die Existenz des Teufels ist menschheitsbestimmt und ohne den Teufel geht's gar nicht. Denn dann würden wir wieder zurückfallen sozusagen in die Steinzeit. Was heißt Steinzeit? Das heißt also, die müssen mit Schleudern oder Pfeil und Bogen gegeneinander kämpfen, natürlich, weil die Waffenhändler nicht liefern. Nee, diese Art Waffen können sie sich ja selber herstellen, ja. Nicht, dann würden wir eben zu diesen relativ primitiven Zuständen zurückkehren. Das heißt, der Teufel hat sozusagen überhaupt den Fortschritt der Menschheit ermöglicht. Ja. Was sind die einfachsten Waffen, die ein Waffenhändler heutzutage liefert? Was ist begehrt? Heute? Also rein von der Menge her ist es natürlich Handfeuerwaffen, die automatisch sind. Das heißt, möglichst viel Schuss in möglichst kurzer Zeit. Tschechische und Schweizer Ware. Och, Israel ist da auch im Geschäft. Da sind eigentlich alle im Geschäft, ja. Nicht? Und NATO-Sturmgewehre sind begehrt in der ganzen Welt. Also, das ist richtig so wie bei Maria-Theresia-Taler und bei anderen traditionellen Produkten, ja, dass man sagt, made in Germany, made in Switzerland, made in so. Das hat also eine Währung. Ja. Natürlich hat das eine Qualitäts... Eine Kalaschnikow hat einfach als Währung, als Marke, ja, zunächst mal frei verkäuflich. Natürlich, Kalaschnikow ist ein primitives, aber eben pflegeleichtes Maschinen... also Maschinenpistole, wenn Sie so wollen. Ja, eine Handfeuerwaffe. G42, ist das noch verkäuflich, brauchbar? Nein, das ist nur Antiquität. Überholt. Das ist eine Antiquität, ja. Wie das die U52 sozusagen. Ja. Fieseler Storch, ist das eine Ware? Nein, wobei die Idee des Fieseler Storchs eine intelligente Idee war, nämlich auf kurzem oder kleinsten Raum starten und landen zu können. Das ist heute natürlich durch den Hubschrauber längst ersetzt worden. Nicht? Der Fieseler Storch hat sich natürlich auch überlebt. Das wäre ein Überraschungserfolg, wenn einer sowas hätte. Ja. Was? Ein Fieseler Storch? Ja, das wäre, er braucht heute keinen mehr. Der Hubschrauber ersetzt ihn ja komplett. Ja? Und es gibt ja heute auch Kampfflugzeuge, die durch schwenkbare Düsen senkrecht starten und dann waagerecht weiterfliegen können. Das heißt, der Fieseler Storch ist überlebt. Sowas wie Schweizer Messer oder sowas würden Sie nicht damit nicht handeln. Das gilt nicht als Waffe. Das gilt zwar, wenn Sie ein Flugzeug besteigen als Waffe, das müssen Sie beim Piloten abliefern, aber das reicht höchstens für eine Flugzeugentführung, wenn Sie das Ding dem Piloten an die Kehle setzen. Sonst ist natürlich ein Schweizer Messer keine Waffe, mit dem ein Waffenhandel betrieben werden kann. Immanuel Kant hat einmal gesagt, dass eine Welt voller Teufel sich eine gemeinsame Verfassung geben würde und auch ein Staatswesen bilden würde. Wenn sozusagen Waffenhändler Teufel wären, würde das zu einer Staatsbildung und das heißt zu einer Einigung untereinander führen können? Oder ist das so wie bei Bordellbesitzern nicht möglich? Doch, das ist natürlich möglich. Auch bei Bordellbesitzern ist das möglich, ja. Eine UNO der Waffenhändler. Bloß, es kommen ja sowohl bei Waffenhändlern wie auch bei Bordellbesitzern immer wieder aus dem Schlamm, aus dem Urschlamm, wenn Sie so wollen, neue Waffenhändler, neue Bordellbesitzer heraus, die dann nicht zu erfassen sind. Das heißt, wenn 30 westliche Waffenhändler bilden ein Kartell. Die bilden ein Kartell und 17 aus Odessa, ja, nicht konterkarieren ihnen das. Genau. Und dann gibt es noch welche, die in Afrika oder in Asien sich bereit machen,
gerade dann, wenn das Kartell zum Beispiel dorthin nicht liefert, aus bestimmten Gründen, sagt, wir liefern springen dort die nicht anderen hin, ein. Springen die anderen in das Loch ein. Das heißt, es wird also nie ein solches funktionierendes Kartell geben, selbst wenn es dazu käme. Denn dazu ist es einfach nicht überschaubar genug. Und es gibt eben kleinen Waffenhandel und großen Waffenhandel. Wenn irgendwo jemand auf den Fidschi-Inseln, ich habe da mal selbst ein sehr fabelhaftes Geschäft gemacht, das mich fast gerührt hat. Die haben einen solchen Überpreis bezahlt, dass ich denen noch ein paar Panzerfäuste sozusagen geschenkt habe. Die waren dankbar, hört man. Ja, ja? Solchen Leuten hat man an für sich möglichst wenig zu tun. Die haben diesen Putsch gemacht. Die haben den Putsch gemacht, haben auch Erfolg gemacht. Ja, haben auch Erfolg gehabt. Bloß in solchen Bereichen, wenn sie dir nicht präsent sind, sind eben andere präsent. Und wer, weiß man gar nicht im Voraus. Wie sehen Sie die verschiedenen Kontinente? Also was ist Ihr Paradies als Waffenhändler, Ihr wirklicher bevorzugter Markt? Afrika? Afrika ist für konventionelle Waffen ein sehr interessanter Markt, weil er ständig neue Abnahmequellen von sich aus eröffnet. Südamerika? Weniger im Moment, weil an für sich die Region stabil ist. Nachdem und die Amerikaner sie rausdrücken. Da sowieso die Amerikaner und, nicht zu unterschätzen, die Chinesen fest im Sattel sitzen. Ja, in Südamerika ist die chinesische... Malaysia, Yolo, Manila. Ja, aber das ist eben ein sehr unangenehmes Geschäft, weil sie... Schauen Sie, Waffenhändler kann ja jemand werden, der erbeutet ein großes Armeelager. Ja, kleine Putschistengruppe. Ja, der Offizier wird so schnell wie möglich sich aus dem aktiven Offiziersleben zurückziehen und die Waffen verkloppen. So, wollen Sie all diese Sachen unter Kontrolle bringen? Können Sie nicht. Aber es gibt doch auch sozusagen Waffen, die so wertvoll sind, ja, und so selten sind. Ja, ja gut, da müssen Sie ein paar Jahrhunderte zurückgehen, dass sie wirklich wertvoll sind und selten sind. Ja. Also alles, was aus diesem Jahrhundert stammt, hat diesen Seltenheitswert nicht. MG42 kann ich Ihnen, wenn Sie Bedarf haben, jederzeit besorgen. Ja. Da gibt es so viel Privatbesitz, der das gern verkauft. Auch Panzer, Tigerpanzer. Oder ich sage, alles, was aus diesem Jahrhundert stammt, ist noch nicht in dem Sinne eine Rarität. Welchen Anteil an Ihrem Waffenhandel spielen Panzer? Einen wichtigen, aber wahnsinnig schwierigen, weil inzwischen ja... Transport ist so schwer, die Lieferung, die Anlieferung. Die Lieferung ist schwierig, sie kann fast nicht geheim erfolgen. Sie kann auch nicht in Teilstücken erfolgen, die man dann zusammensetzt, weil Panzer eine ziemlich massive Basiseinheit bilden. Man kann natürlich den Geschützturm extra transportieren und dann montieren, aber alles in allem ein schwieriges Ding. Wie sehen Sie die Globalisierung im Waffenhandel? Eigentlich eine Erleichterung auf der einen Seite, dadurch, dass ich eben, was ich vorhin schon sagte, Lagerhaltung reduzieren kann und Transportwege besser organisieren kann, schneller organisieren kann. Auf der anderen Seite natürlich auch den Zugriff Dritter jederzeit möglich mache. Das heißt, das, was ich kann, kann jeder andere auch. Was wären die Forderungen des Waffenhandels an die Politik? Ja, ich würde sagen, weniger Emotion, sondern mehr Intelligenz. Wie ein guter Richter, der beide Parteien, ja, die Krieg führen, immer gleichmäßig anerkennt? Anerkennt, sie zu einem Ausgleich auch bringt, wobei der Ausgleich, das hat man ja in der Zeit der beiden bewaffneten Großmächte gesehen, funktioniert, wenn beide gleich bewaffnet sind. Strategie der Abrüstung, der nicht der Abrüstung.